Nordwind durch das Bett fegt, wenn die Kälte uns verschlingt. Die letzte Heimstatt, hölzern hässlich, dem feuchten Grab entgegensinkt. Dann sag mir, sehnst du dich nach Stille? Ich sehnte mich nach Wiederkehr. Ich hoffte, doch die Hoffnung täuschte. Liebe Schwestern, Diane hat ihre letzten Tage hier im Haus der Stille verbracht, verbringen dürfen. Abseits der Hektik und Aufgeregtheit unserer modernen Zeit, der Zeit, in der man Alte und Kranke behandelt wie Aussätzige, sie in Kellern und auf Dachböden versteckt wie Ungeziefer, weil die Jungen und Gesunden es kaum abwarten können, sie sterben zu sehen. In dieser Zeit hat unsere Gemeinschaft, unser Haus der Stille, Diane eine Heimat geboten. Ihr habt Diane eine Heimat geboten. Das ist doch wirklich die Hölle. Diese Everett ist eine verfluchte Lüge. Nicht zu laut, sonst hört ihr euch noch. Wer soll uns hören? Die sie auch noch in den Tod getrieben haben. Das ist wirklich furchtbar. Und so wollen wir nun das Haupt senken, während Mr. Little und Mr. Hunter den Sarg... Mr. Little! Wir kommen, wir kommen! Während Mr. Little und Mr. Hunter Dianes Leib der Erde übergeben und ihr gemeinsam nachrufen... Wenn der Herbstwind durch das Bett fegt, wenn die Kälte uns verschlingt... Die letzte Heimstatt hölzern, hässlich dem feuchten Grab entgegensinkt. Dann sagen wir. Meine liebe Sarah, ich weiß, dass du dich wundern wirst, wenn du diesen Brief in den Händen hältst. Es ist kein Zufall, dass ich lange nichts von mir habe hören lassen. Ich wohne nicht mehr in London, sondern bin zurück nach Schottland gezogen, in das Haus der Stille. Eine Seniorenresidenz, die hier in der Gegend einen ausgezeichneten Ruf genießt. Sie hat ihren Namen verdient, denn hier ist es still, totenstill. Das muss wohl so sein, wenn man auf den Horizont des Daseins zuwandert, wo sich Leben und Tod treffen wie Himmel und Meer. Demnächst veranstalten wir ein Herbstfest. Wir nennen es das Fest der Toten. Wirst du kommen? Ich hätte dich gern angerufen, aber die Telefone hier funktionieren nicht zuverlässig. Ich freue mich unendlich, dich wiederzusehen, Diane. Das Fest der Toten. So ein Brief hätte sie niemals geschrieben. Das klingt ja wie bei einer Sekte. Sie meinen, jemand anderes hat im Namen ihrer Freundin den Brief verfasst? Nein, nein, das ist ihre Handschrift. Aber was sie schreibt, klingt so. Ich musterte Lady Sarah nachdenklich. Vielleicht hatten die jüngsten Ereignisse ihr doch stärker zugesetzt, als ich zunächst geglaubt hatte. Die Begegnung.